Die SPD-Politikerin Bärbel Baas ist mit überwältigender Mehrheit zur neuen Präsidentin des Deutschen Bundestags gewählt worden. Sie folgt auf den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble, der Alterspräsident wird. Hier im Bundestag werden die Debatten ausgetragen. Die Debatten, die das Land bewegen. Regierung und Opposition treffen aufeinander. Politik wird verständlich und sichtbar, jeden Abend in den Nachrichten. Es tut unserem Land gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger sehen, im Herzen der Demokratie trägt eine Frau die Verantwortung. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Denn die Verantwortung ist lange noch nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Daran arbeiten sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.